Hallo zusammen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. In dieser Folge gibt es mal wieder etwas Älteres, allerdings nichts Uninteressantes, denn gerade Krankenhäuser und alles, was da so in die Richtung mit zu tun hat, übt ja immer so eine gewisse Faszination aus. Also spitzt am besten eure Ohren und wir hören uns gleich. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch das ehemalige Johanneshospital, welches mit seinen Ablegern im sozialen Bereich über die letzten Jahrhunderte so ziemlich alles bedient hat, was so geht. Aber wir fangen am besten beim Ohrschleim an. Die Geschichte dieser Einrichtung geht mindestens bis auf das Jahr 1278 zurück, denn hier findet man die erste namentliche Erwähnung. Damals befand sich das Hospital noch in der Hospitalstraße, welche man wiederum hinter der Johanneskirche fand. An besagter Stelle findet man heute leider von alledem nichts mehr, denn die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt. Es kam zwar zur Teilsanierung nach dem Krieg und auch zu Umgestaltungsplänen, aber die SED-Führung hatte anderes im Sinn und so wurde letztendlich der erhaltene Turm am 9. Mai 1963 als letztes Überbleibsel gesprengt. Aber kehren wir zurück zum Hospital. Von Beginn an kümmerte man sich hier um die sogenannten Aussätzigen, also um Leprakranke. Es entstand eine eigene Kapelle um ca. 1300, die man Johannes dem Täufer widmete. Ab 1391 wurde die Einrichtung durch die Stadt Leipzig verwaltet und finanzierte sich aus Privatvermögen von Erkrankten, Präsenten sowie Stiftungen und von den Erträgen der zum Hospital gehörenden Landwirtschaft. Zwischen 1500 und 1550 ging dann zum Glück die Lepra zurück und man kümmerte sich mehr um geistig und körperlich zurückgebliebene und behinderte Menschen. Ab 1512 versorgte das Hospital im Franzosenhaus die gleichnamige Franzosenkrankheit, die heute besser bekannt als Syphilis ist. Ab dieser Zeit führte man auch erste Operationen durch. In den 1670er Jahren entschied man sich, die Räumlichkeiten nach Abstimmung mit dem Georgenhospital als Altenheim weiterhin zu nutzen. Nachdem die Einrichtung in zwei Kriegen durch Brände zerstört wurde, baute man 1744 ein komplett neues Hauptgebäude, welches man schon zuvor als Oberhaus bezeichnete. Ab 1832 pflegte man zusätzlich Waisenkinder und bildete zusätzlich Ziehmütter aus, die dann auch hier ihren Job verrichten durften. Die Finanzen der vielseitigen Einrichtung waren Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts so gut aufgestellt, dass man das neue Johanneshospital baute und dahin auch umzog. 1872 waren letztendlich alle Bewohner in die neuen Räumlichkeiten umgesiedelt. Das alte Gebäude diente nun dem Stadtgeschichtlichen und dem Völkerkundemuseum als Ausstellungsraum. Vorher hatte man nämlich nicht wirklich Platz. 1928 wurde das alte Johanneshospital dann abgerissen und es entstand an besagter Stelle das bis heute erhaltene Grassi-Museum. Das hier gezeigte Gebäude wurde als die erste von zwei Zweiganstalten zwischen 1895 und 1896 errichtet und steht heute natürlich unter Denkmalschutz. Im Zweiten Weltkrieg wurden beide Zweiganstalten stark beschädigt, aber wieder saniert und weiterhin genutzt. Allerdings fehlt jetzt jegliche Auskunft, wie man die Einrichtung zu DDR-Zeiten weiterhin nutzte. Es ist allerdings davon auszugehen, dass man neben dem Hauptgebäude nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges einige Anbauten hinsetzte. Ich vermute mal, dass man die Straßenzeile weiterhin als soziale Einrichtung genutzt hat. Aber solltet ihr da mehr wissen, dann immer gerne rein in die Kommentare. Heute ist das hier gezeigte Objekt mit Erscheinen des Videos voll in Sanierung. Vieles wurde abgerissen und es entsteht der Campus Lorenzo, welcher neben Miet- und Sozialwohnungen auch seniorengerechte Wohnungen beinhalten soll. Auch werden ein Café, Physiotherapie, eine Mutter-Kind-WG sowie 250 Fahrrad- und 50 Pkw-Stellplätze entstehen. Ende 2020 soll das Ganze dann abgeschlossen sein. Wir sind also gespannt, was am Ende daraus wird. Jetzt habe ich noch einen kleinen Nachtrag für euch, bevor es dann zu den Bildern geht. Bis 2001 muss man die Anlage dann doch noch als Altenpflegeheim genutzt haben. Was allerdings in den 40 Jahren DDR mit der Anlage passiert ist, bleibt nach wie vor unklar. Wenn ihr da Informationen habt, dann schreibt sie uns doch gerne in die Kommentare. Ich konnte leider nichts herausfinden oder irgendwo nachlesen. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch und bringe euch die angekündigten Bilder. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, also schaltet wieder ein. Bis nächste Woche, macht's gut, bis bald und ciao.